Bye. Bye. Ist alles hier gewesen? Auf der Hälfte ja, ich glaube schon. Hier waren wir schon drin, genau. Das kann wie... Geht's ja auch nochmal weiter. Ja, Moment, ich bin auf dem Weg. Ja. So, Sekunde, von wo kamen wir jetzt? Ne, da von waren da. Wir schon und hier waren wir noch nicht, glaube ich. Doch, da waren wir auch schon. Da waren wir auch schon. Das war ein L, hier unten ging es raus. Ah. Holy. Moment, Moment, Moment. Oh. Alter, also, wie weit. Hab ich hier gekillt damit? Hast du. Beide also oder einen? Einen? Nein, nur einen. Okay. Aber hast du gesehen, wie weit es geflogen ist? Alter, der Ding ist so gut. Der macht nämlich Elektroschaden, oder? Ja. Und der rennt zu mir, schießt einfach einmal drauf. Nope. Ne, ich glaube, ich halte den Degen direkt mal draußen. Bin mir schon recht viele Elektrogegner. So, bar. Wollen wir runtergehen? Jo, bar. Da sind übrigens noch mehr von der Sorte. Und das ist der falsche Schacht gewesen. Ja. Ich stehe voll auf dir. Ich habe übrigens den einen gerade zum Glück direkt mit der Granate getroffen. Okay, nochmal Prismen für Waffen, die wir nie haben werden. Kein Granatwerfer unter der Bar. Hm. Vor allem. I'm giving you more Cyber Modules. 15 Stück. Oh, im Originalspiel hat man schon mehr gekriegt. Ja, das ist sehr, sehr sparsam hier. Was ein bisschen blöd ist, wenn ich ein Sturmgewehr kriege und es nicht ausrüsten kann. Vor allem ist dieses Sturmgewehr schon upgegradet, also. Also, eine langweiligere Bar habe ich aber lange nicht mehr erlebt in dem Spiel. Jo, ist halt so der Pflichtding. Zumal muss er bedenken, ne? Wenn die prunkvoll und mit Musik wären, würde es den Captain stören, weil die nämlich direkt Panoramafenster hier rein hat. Warum auch immer. Vielleicht liebt die einfach den Anblick von Leuten, die Spaß haben ohne sie. Den Anblick von besoffenen Leuten am Morgen, ja. Dir geht's gut, okay. Dann ich bin tot, aber ich hab die Schodan gekillt, immerhin. Gut, dann können wir jetzt direkt zur Brücke weitergehen. Den Schlüssel haben wir ja jetzt. Ist es die Richtung, oder ja? Ja. Bridge. Es klingt immer wie so eine, Sicherheitskamera, die immer noch läuft, ne? Ja. Ja, ich bin rausgegangen, hab darauf gewartet, dass du hochfährst und bin nicht hochgefahren. Ich hing irgendwie in der Wand fest, keine Ahnung. So. Lassen wir uns durch Schulter umbringen, nachdem ich mich geheilt habe. Ebenso, Moment. Ich hätte Psi weiter aufwerten sollen. Ach, was soll's. So, jetzt lasse ich mich erstmal komplett vorheilen. Ich hab nur 30 Leben, ach ja klar, okay. Bereit? Und. Nehm eine Stärkespritze. Und. Oh, hi! So viele Farben. Kommt mir sehr bekannt vor. Jo. Einfach kurz ignorieren und runtergehen. Bin dabei. Nebenbei, für alle, die unser Let's Play schon den ersten Teil gesehen haben. So sollte der Endbosskampf eigentlich verlaufen. Ein großer Kopf in der Mitte und die Raketen. Den Kopf, den man nicht gesehen hat, weil ich den irgendwo im Keller gefunden habe aus irgendeinem. Also, warum lag der da unten? Warum habe ich ihn entdeckt, als ich runtergehüpft bin? Ich weiß nicht. Beide auf einmal gekillt. Das ist gut. Einmal allein gestorben. Ja, wärst du nicht in der Nähe gewesen, die EMP-Granate hat ja beide getroffen. Ich wusste nicht, dass du gerade eine Granate schießen wolltest. Ja, ich... Aufzug. Ich werde auf dich warten. Okay. Was? Der Aufzug soll funktionieren, habe ich gesagt. Hi. Bye.
Ja, du hast aber recht. Wenn man Eile ist, ist sie leider Physik schlecht. So. Gestorben? Nee, nee. Nur Schaden bekommen. So. Ein Override. Shodan Mei. SRSLY, das war's. Jo. Zumindest war. Das war der erste Schritt. Leiter. Funktioniere. Bomb. Hui, Gewaltmarsch. Wie angekündigt. Ist tot. Wie das denn? Einfach reingeschossen? 4 MP-Granaten. Ah, okay. Weil bei mir war hier noch ein Schild da. Ich dachte, man müsste irgendwie noch einen Schritt weitergehen. Die saß nur im Schild drin. Ah, okay. Dann konnte ihre Fresse schon anballern. Hey, Lock. Vor allem, das war irgendwie voll unspektakulär. Did I tell you to hurry up? Lock. Well, soldier. If you're still alive, you did a great job anyway. This is my last order. To you. Leave the ship immediately. In the shuttle base on deck 3, there's a shuttle. The code for the shuttle control is 14165. Get out of here and tell them all what happened on the UNNI Walker. Go! Ha? Captain? War sie das wohl? Wilfried? Wo kam das jetzt her? Das werden eventuell ein paar Leute verstehen, die Neverwinter spielen, aber auch da nicht alle. Aber Wilfried? Egal. Okay. Sag mir ganz ehrlich, so richtig klischeehaft wäre es jetzt gewesen, wenn... Oh! I'm not gonna make it. You have to go. The code is... Tot. Mhm. Natürlich ist alles mit melodramatischer Musik unterlegt. Also müssen wir jetzt flüchten, was eine voll tolle Idee ist, weil wir gemerkt haben, Shodan sich in die ganzen Systeme reinfressen kann. Nicht nur in die Hauptsysteme vom Schiff. Na, das heißt, wir sind gleich in einem Shuttle, das von... Das wäre so meine Vermutung, ja. Speichern. Ich speichere jetzt einfach alle 3 Slots, die ich noch da habe. Okay. Dazwischendurch solltest du vielleicht mal kurz reinkommen, nur, ne, damit das nicht ganz genau dasselbe ist und immer derselbe Fehler dran hängt. Also in einer anderen Position und so. Und für jeden, der das jetzt dämlich findet, was ich tue. Wir haben gesehen, was passiert, wenn man es nicht tut. Eben. Keiner von euch, der dieses Spiel selber im Multiplayer spielen würde, würde anzweifeln, was ich gerade tue. Okay. Was heißt hier? Deck 3, ne? Ich muss erstmal zugehen, warte. Okay. Wenn das mit offener Tür losfährt, dann kommt ein Untersog, der uns an diese Wand drückt und einfach uns die Fressen wegpoliert. Sehr bildlich. Lagershuttle. Das ging erstaunlich problemlos. Hi. Wir sind wieder da. Du bewegst dich bei mir nicht. Tue ich nicht? Nein. Obwohl ich sehe, dass du den Kerl da zerstört hast. Der ist auch vor meinen Augen gestorben, aber du bist bei mir nicht sichtbar. Hast du gerade rausgetappt, oder? Nein. Ah. Das heißt, du kannst keine Inventaröffnung türen, oder wie? Doch, kann ich. Aber wo bist du hingelaufen? Ich stehe jetzt hier in der Tür zur Shuttle Bay. Und die kann ich nicht aufmachen. Andere Seite. Ach komm, spiel mal mit dem Bugs weiter. Ich bin schon durch, ja. Okay. Ich finde das irgendwie faszinierend. Es gibt Abwechslung. Ich spiel mit dir. Also, wo willst du jetzt hin? Geradeaus.
wie ich einfach dir jetzt die Türen öffnen muss, ohne zu wissen, wo du bist. Bringt mir komplett meine Perspektive. Aber du siehst mich, oder? Ich sehe dich, ja. Okay. Einfach geradeaus weiter, wo wir vorhin waren, da war, glaube ich, noch ein drittes Shuttle. Also eins war leer, eins war das infested und das letzte war... Nein, nicht da geradeaus. Ich möchte aber jetzt noch was mit meinen letzten 14 Modulen anfangen. Okay. Du hast mich eingesperrt. Ich würde nämlich gerne... einmal auf Psi gehen. Die von 6. Was? Warum? Weil ich eh nichts mehr brauche. Okay. Wo bist du? Neben dir. Okay. Da lang. Ja, geradeaus. Nebenbei. Ich meine zumindest, dass die Shuttles hier waren. Ja, ich habe mir nämlich gerade 4 Spritzen auf einmal gegeben, das ist super. Ja. Der ist leer. Das ist leer, genau. Das hier ist auch leer. Ein Knopf, der nichts tut, okay. Oder war das Shuttle doch am anderen Ende? Nee, sie hat doch gesagt, das Shuttle auf Deck 4? Deck 3. Hat Deck 3 gesagt? Okay. Ich meine, sie hat Deck 3 gesagt. Moment. Weil alle 3 Shuttle-Pässe sind komplett leer. Flüchte von der UNN Nighthawker. Und so weiter und so weiter. Logs von Deck 5. Appetit hoch. Oh my, the captain's really mad at me. And just because I forgot to replenish your pantry. Was hoch? I don't want to be critical, but how can she eat so many burgers in such a short time? And why is she always hungry at night? Please remind me about it this afternoon. If I forget the pantry again, I'm doomed. Okay. Ja, da war noch eine Log, die ich nicht angehört habe. Kapsel und so weiter. Deck 3 steht im Shuttle, ja? Was ist? In meinem Nacken ist gerade dieser Bloater gespuckt. Nein, wie das? Der. Ja, der riesenfette Kerl, der alle... Rumble. Und eine Spinne. Ah. Ich bin unsterblich. Ich habe gerade 0 Leben. The code for the shuttle control is... Muss ich da Rumble hin? Wahrscheinlich wieder durch die Tür. Ja, in der Tür stand ich doch, der kann nicht vorbeigegangen sein. In der Tür meinte ich. Welche Tür meinst du? Ich sehe dich nicht. Genau die Tür. Naja. Warte mal kurz. Mach ich den Kart? Ja. Gut. Er mir nämlich nicht. Ist es Backup-Using? Ja. Aber so wie uns die Bugs vergewaltigt und was sie was gemacht haben, dürfen wir die jetzt auch mal missbrauchen. Ganz ehrlich. Vor allem das Interessanteste ist einfach, bis gerade eben, also bis gerade eben, ich hätte die ganze Zeit... Hier ist noch einer. Mach den mal alle. Das Ding tut den Ohren weh. Mensch. Da. Das ist das allererste und einzige Mal, dass ich mit dem Überkopfschlag gerade auch wirklich mal auf den Gegner eingehauen habe. Okay. Und hat gut Schaden gemacht, oder wie? Keine Ahnung, ich weiß nicht mehr, wie viel er noch hatte, bevor du drauf geklopft hast. Okay. Aber eben, bis gerade eben hatte ich eben neben meinem Cursor in der Mitte dieses, diese Sanduhr noch, die angezeigt hat, dass irgendwas nicht gelaufen, dass ich auf dich warten müsste, aber es lief ja alles. Also, where to go? Also Deck 3 Shuttle-Kontrolle, keine Ahnung. Das dürfte hier sein. Sollte eigentlich, aber ich meine, da hinten, der Raum war ja leer, da war ja nichts. Schauen wir einfach Deck 3 nochmal ab. Mal schauen. Ah, hier ist ein Shuttle Control, das ist Shuttle Bay. Hier unten runter. Runter rechts. Ja. Ah. Nebenbei, Mom, ich habe einen anderen Bug. Ja? Okay. Ich habe nämlich momentan jeden Schritt, den ich gehe, höre ich hinter mir so ein Gematsche. Also als würde ich durch den Matsch durchlaufen. Das könnte ich sein.
Geh einfach nicht gerade. Du bewegst dich gerade nicht, oder? Nein. Ich höre das trotzdem. Okay. Seltsam. Ja. Vor allem creepy. Also wo wollen wir hin? Ich glaube, wir waren hier noch nie. Okay, links. Ah, da ist ein Shuttle. Sieht richtig aus. Wir nehmen den Anweg. Sobald ich die mit Wolf 4 auseinandergenommen habe. Okay, oder du machst was. Und vor allem sieht das auch richtig gefährlich aus. Moment. Sprenggranaten. Lol. Hast du was gesehen? Hab ich. Ist verschwunden. Nee, nee. Die ist dagegen gehüpft und dann oben durch den ganzen Raum gehüpft. Das habe ich nicht gesehen. Die ist irgendwie verschwunden dann. Oh Gott, wo stehst du gerade? Moment, ich stelle mich jetzt gleich mal aufs Shuttle drauf. Mittig? Okay. Ja, mittig auf dem Shuttle. Du bist exakt mittig oben auf dem Shuttle und ich stehe gerade vor dir. Nee, du stehst bei mir gerade unten in der Ecke. Neben der Tür. Unten neben... Ich... Neben welcher Tür? Also du stehst jetzt gerade von der Tür aus rechts an der Kante von der Shuttle-Plattform. Ich stehe auf dem Shuttle-Dach drauf. Moment. Ich jetzt auch. Jawohl. Siehst du mich jetzt gerade? Ja. Habe ich gerade durch dich durchgeschossen? Ja. Hui. Wo ist sie hin? I don't know. Ach, da unten. So viel Spaß. Vielleicht solltest du noch einen Moment warten. Es könnte sein, dass wir die Granaten nochmal brauchen. Ich habe immer noch 9 Granaten. Also immer noch, warte mal kurz. 16 Granaten von der Sorte. Okay. Shuttle-Kontrolle, hier geht's hoch. Hier, aha. Unten rechts. Ich wollte gerade sagen, wahrscheinlich durch diese kleine Tür. Jawohl. Shuttle Launch Control. Custom Textures. Aber wirklich, wir haben echt diese ganzen Bugs auf einmal gerade, ne? Ja. Ich höre nämlich normalen metallischen Sounds über die da drüber laufen. Am zeitversetzt dazu und eigentlich auch raumversetzt hinter mir höre ich eben dieses Gematsche. Was auch, also dieses Matsch-Schritte. Ja. Also, das war 1, 4. Moment, ich höre nochmal nach. Rettungskapsel 1, 4, 1, 6, 5. Didn't I tell you to hurry up? Well, soldier, if you're still alive. Wir sollten vielleicht nochmal rechts rangehen. Lang wir rumgehen. Is my last order to you. Leave the ship immediately. Ja, wir werden das Schiff auch sofort verlassen, nachdem wir den letzten Raum nachdem wir alles andere gemacht haben. Ja. Ach, das sieht gut aus. Schrott. Übrigens ist hier kein Glas vor den Sprengdinger. Aber hier ist noch kein Sprengdinger. Ah ja, stimmt. Ich glaube, hier waren aber mal Sprengdinger. Ja, aber ich das erklärt den Schrott. Das ist eine Kletterparty. Ist hier Kletterparty? Also Decker hat nichts dabei, okay. Kann ich? Ja, ich kann ohne falsch. Ich bin ein Geist, ein Zombie und was weiß ich was alles. Und unsichtbar. Beim Kletterparty ist einfach perfekt. Rat mal, du siehst doch, wo ich gerade stehe, ich oder? Ich sehe, wo du gerade stehst, ja. Bin der König der Welt! Ja! König der Sprenggranaten! Ja! Okay. Geh da mal hier mal kurz die Kontrolle hoch, ne? Da war nichts weiter. Sie ist genau Spielverkehr zu anderen. Ah, okay, dann dann enjoye ich hier mal mein Fall Damage hier, ja? Ja. So. Bist du beim Schiff? Ich bin beim Schiff. Darf ich einmal Rechtsklick machen? Darfst du. Passiert aber nichts. Doch, bei mir. Cutscene. Mimini! Kommt gleich. Okay. Thank you.
Gleich bei dir anfangen. Oh, indeed. Nebenbei. Ja. Special Guest, Windows XP, Voice, ja. Text to Voice oder so. Text to Speech. Text to Speech war das, genau. Alias Xerxes. Mhm. Deswegen auch Xerxes XP, jetzt raff ich's erst. Nee, Xerxes XP war Ponderby. Das war wahrscheinlich dieselbe Engine. Wahrscheinlich dasselbe. Nee. Das war die Elvis-Impro. Oh ja. Schade. Schade, schade. Jo, bist du durch? Mhm. Nun dein Resümee nach diesem Schade. Okay. Mein Resümee bis zu diesem Schade und bis zu dieser Aufnahme von heute? Super. Also so super, wie es halt geht, ne? Mit den kleineren Bugs und so weiter. Aber zum Ende ist es einfach nur hilariösestens gewesen. Dein Resümee? Hilariösestens, ja. Ja. Ich werde kein Blatt vor den Mund nehmen. Das Spiel an sich ist echt nicht schlecht. Muss ich sagen. Ich mag es ja immer, wenn Fan-Missions gut sind. Allerdings. Gut, die ganzen Probleme muss man auf den Multiplayer schieben, der einfach schlecht funktioniert. Aber das Ende ist einfach abnormal arsch. So, irgendwie vorletzter Bereich, nur noch Shoderns, nur noch alles, was dich One-Hit killt und hier und da noch was und natürlich Leitern. Warum nutzt man überhaupt Leitern in diesem Spiel? Nein, ich hasse die Leitern nicht mehr als diese scheiß Shodern-Teile. Nicht? Es wird fast durch. So. Okay. Ich weiß nicht, wie oft ich in diesem Spiel durch diese dämlichen Leitern gestorben bin. Ja, dann muss man nachts bestimmt so 17, 18 Mal. Kann ja irgendein Zuschauer in sehr entfernter Zukunft, kann ich jetzt momentan sagen, in sehr entfernter Zukunft nochmal durchgehen und wirklich mal zählen in beiden Let's Plays gleichzeitig. Wie oft bin ich durch Leitern gestorben? Zumindest von dem, was man raushören könnte durch seine Aufnahme. Jo. Ja, das stimmt, das ist recht häufig. Beziehungsweise im ersten Teil habe ich ja noch aufgenommen. Stimmt, ja. Was ich persönlich besser fand, aber okay. Ja, ich auch, aber dann lief es bei mir nicht mehr und dann lief es plötzlich bei dir mit dem Aufnehmen und keine Ahnung. Mhm. Gut, dann würde ich sagen, verabschieden wir uns. Ach so, eine Sache noch. Mhm.
Warum gibt man einen gegen Ende ein Gewehr? Aber kein Mensch wird sich Waffenstandard auf 6 hochgelevelt haben bis dahin, weil es bis dahin unnötig war. Weil man nur den Granatenwerfer hat, der, soweit ich weiß, nur 3 braucht. Und dann ist man da am Ende und hat im Leben nicht genug Punkte, um dieses Gewehr sich zu holen. Ich nehme an, das war so ein kleiner Zoll am Rande. Ich meine, das Doppelkreis-EMP-Gewehr war ja auch Energie 6. Ja, aber es war wenigstens am Ende repariert und komplett nur einmal aufgewertet. Trotzdem. Ja, ich konnte es trotzdem nicht benutzen. Hätte ich auch nicht gekonnt, wenn ich nicht den ganzen Spielwert verloren hätte. Ja. Obwohl, die Idee ist natürlich gut. Es ist gegen Ende, ihr kriegt die stärksten Waffen hingeschmissen, aber wie soll man sie denn bitte nutzen? Gegen Schulter. Ja, wie einen Baseballschläger verwenden oder ja. Am Lauf halten und einfach den Griff gegen den Kopf hauen. Ja, genau. Ja, genau, dann ist meine Schrotflinte hier nicht genauso gut oder so. Jo. Aber egal. So, die Frage ist, hatten wir genug Energie, um zur Erde zu kommen? Nein. Ich denke, das klären wir in der nächsten Fan-Mission. In der... Oh, right. Da war ja was. Letzten Beide. Der Reihe. Na, ich weiß nicht, vielleicht wird die ja ein bisschen humaner, aber ich habe dieses bedrückende Gefühl, dass das nicht so wird. Ich denke schon, ich meine, im Vergleich zur Ponyby Station, Nightwalk ist kleiner gewesen, habe ich so den Eindruck, ne? Also vor allem kürzer. Es war weniger verwirrend, ja. Also vor allem von den Karten her, man konnte sie sich eher merken. Eben. Also dafür ist deine Arschlochfaktor größer geworden, aber mal schauen, vielleicht die Lernkurve ist ja da gewesen, vielleicht entwickelt sie sich ja in die Richtung. Eine Sache noch. Ja. Weil ich gerade komplett inkohärent irgendwelche Sachen angebe. Aber ich finde es sehr schade, dass ich bei der Szene im Bad nicht dabei sein konnte, weil du da durchgerannt bist, während ich mich hab töten lassen. Aber die Szene, sag mal du, geh nicht einfach in mein Bad! Ah! War unerwartet, ja. Ja, nein, es war ja nicht das Bad, es war das gesamte Quartier und sie war nicht da. Es sah genauso aus wie das, was du gesehen hast. Einfach nur, dass sie mich angebrüllt hat, ich soll mich doch bitte darauf konzentrieren, das Schiff da zu säubern und nicht in ihren Unterhosen schnüffeln. Ich fand's aber echt gut, einfach wurde am Ende wirklich das einfach auf Deutsch so. Ja, sie war ja Leute, wie man mehrmals gemerkt hat. Ja, war. Ist gestorben, also ist sie jetzt tot, nicht mehr Deutsch. Achso, ja, okay. Und so. Aber jetzt das heißt, Menschen verlieren ihre Nationalität beim Tod. Richtig, danach sind sie einfach nur noch Restmüll oder was? Bioschrott. Ja, sag ich doch. Organische Materie. Ja. Weil Schrott doch eigentlich auf etwas Metallisches hindeutet. Was? Jetzt kommen wir nicht mit irgendwelchen Atomen und Verbindungen, die metallisch sind. Ich werde jetzt mit Implantaten kommen, was auch immer sich Leute in dem Zeitalter einpflanzen. Ja, Cybermodule. Ja, eben. Ich stelle mir das gerade vor. Wir haben, glaube ich, irgendwie 200, 300 Cybermodule. Ich bin gerade froh. Hat man irgendwie so am Oberarm irgendwie so eine ganze Reihe Steckerleisten, wie bei RAM-Riegeln oder sowas, wo man die einfach alle nach und nach einschieben kann oder was? Möglich oder wär's. Einfach, oder ist das nur so ein USB-Port quasi? Steckst du rein, lädst du runter, schmeißt du weg? Das kann sein, ja. Wäre aber doof, wenn noch jemand anders plötzlich ganz dringend irgendwo langrennen muss und dann diese ganzen Teile findet und die alle leer sind. Mhm. Ja, weil Daten ausgesaugt werden, nicht runtergeladen. So, noch ein Anlauf zum Abschied. Bist du bereit? Ach ja, eine Sache. Na, okay. Doch, sprich ja, dich auch. Ich bin bereit. Okay. Dann also bis zum nächsten Mal. Arrivederci. Ja.